Willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 2, Assassins of Kings. Und wir sind gerade im Gasthaus, haben ein paar Pokerpartien gespielt und ein wenig gekämpft. Deine Existenz beleidigt die Götter. Ja, und du gehst mir auf den Sack. Liebe und... Alles wie lebt es sich mit den Soldaten Roches? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roches Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Das Pogrom in Riva, ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge, ein Junge mit einer Mistgabel. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich. Ja. Gut, dann setzen wir uns mal zu unseren Freunden, hä? Frag lieber nicht. Das Leben... Tod und Teufel, das war aber dicht am Leder. Heda, Wirt, bring Schnaps. Triss Merigold, da sollen mich doch die Läuse beißen. Du siehst bezaubernd aus. Vielleicht ein bisschen blass? Zaubern kann anstrengend sein, aber ich bin bald wieder in Form. Schön, dich zu sehen, Zottelbart. Erzählt ihr uns mal, was hier los ist. Ihr wolltet doch vor einem Monat zu Sultans Hochzeit gefahren sein. Was macht ihr hier? Ist alles den Bach runtergegangen. Vergiss die Hochzeit. Habt ihr von Foltest gehört? Gerüchte reisen schneller als der Wind. Ich würde gern die Wahrheit erfahren. Winde und Gerüchte interessieren mich nicht. Wie ist Foltest gestorben? War der wirklich ein Drache? Wer regiert in Temerien? Luft holen, Rittersporn, du verschluckst dich noch. Was ist passiert? Die Breckenricks haben die Verlobung gelöst. Irgendein Krummschwanz hat herumgetratscht, dass ich mich dem Aufstand in Wysima angeschlossen habe. Mein beinahe Schwiegervater duldet keinen Aufrührer, Banausen und Dämlack in der Familie. Wirt, wo bleibt der Schnaps? Eins nach dem anderen. Eine Woche nach dem Tod des Großmeisters kamen wir nach Mahakam. Wir kauften eine tolle Doublette für Sultan, dazu Schuhe von Giribuldi. Für Eudora einen faustgroßen Jadeit. Wir haben uns verausgabt bis auf den letzten Oren. Und Rittersporn hat mir im Etablissement Enge Pforte noch einen Junggesellenabschied ausgerichtet. Tags darauf waren wir bei den Breckenricks, plauderten ein Weilchen mit ihnen über die Überlegenheit der Bergwerkskunst von Mahakam. Dann ging's zu Tisch. Als ich schon glaubte, alle Geheimnisse des Montanwesens zu kennen, wurde die Suppe aufgetragen. Da wurde es mucksmäuschenstill und der alte Breckenrick sagte... Ein echter Zwerg arbeitet im Bergwerk und jagt nicht dem Kriegsruhm hinterher. Du wirst es nicht glauben, Geralt. Sie haben ihm Schwarzsauer serviert. Pechschwarz. Sie müssen es mit Kohle gekocht haben. Nun lasst uns essen, fügte er noch hinzu. Dann schlürfte er einen ganzen Teller von diesem Schweinefraß leer. Dieser alte Schafsbock soll sein Bergwerk doch über ihm zusammenbrechen. Egal. Triss, erzähl, wer jetzt regiert. In solchen Sachen bist du Expertin. Das Land stürzt in immer größeres Chaos. Die alten Geschlechter haben einen erbarmungslosen Machtkampf angezettelt. Klingt nach Baron Kimbold und Graf Maravell. Die auch. Nach dem Mord, als Geralt im Gefängnis saß, trafen sich die Mächtigen bei der Burg der Lavalettes, um einen neuen Herrscher zu küren. Es dauerte 3 Tage. Sah eher nach Jahrmarkt aus als nach einer aristokratischen Beratung. Dieses Geschacher mit Ämtern, Posten, Einfluss und Privilegien. Menschen eben. Es gab einige Duelle, ein paar Vergiftungen, aber keinen neuen König. Stattdessen um ein Haar einen Bürgerkrieg. Schluss jetzt mit Politik.
Der Mörder hatte im Turm auf Foltest gewartet, wo die Lavalettes die Kinder versteckt. Was hast du denn? Ich sollte den... Der König... Wie konnte er... Er sprang... Und deshalb... Man hat mich... Er war... Leute! Rette sich, wer kann! Das Ungeheuer greift an! Wir sollten besser gehen. Da wirft jemand Zauber. Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Hörst du nicht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Er lebt doch. Das Ungeheuer will ihn mit sich reißen und du glotzt wie die Kuh vorm neuen Tor. Hüte deine Zunge. Also, wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer, das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten? Sosek lebt und geht jetzt auch bestimmt nicht mehr unter. Vom Ungeheuer keine Spur. Nimm uns gefälligst ernst, oder es gibt bald von dir keine Spur mehr. Dieses Gefasel ist unerträglich. Verschwinde. Immer dasselbe. Um den kleinen Mann schert sich keine Sau. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotsams Zuständiger für Monsterprobleme. Und ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden. Einer scheußlichen Bestie im Fluss, die den kompletten Handel lahmlegt. Nun, Hexer, arbeiten wir zusammen? Üblicherweise arbeite ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Also gut, ich mach mit. Wegen der Belohnung. Bitte handelt sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Klaut mir meinen Job. Tess, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Soleika von Kovir. Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Merigold, scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut. Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut. Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite. Hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Cedric sagt, der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf und ehemaliger Skoyatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand über die Gegend und das, was darin so lebt. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Mehr oder weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stockquartier gezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Okay. Meine Mutter sagte immer, mach eine Lehre, Maurer oder so. Dann wird aus dir was Anständiges. Da lobe ich mir doch das Wanderleben. Wohin so eilig, Freundchen? Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Schon mal den Kairan gesehen, das Flussmonster? Oh ja, aber ich will nicht darüber reden. Weil du ein Feigling bist? Ein riesiges Monster. Tentakel wie Wassermühlen. Hinterlässt überall tote Fische. Ist wohl giftig. Okay. Achso, ich sollte zwischendurch speichern.
genau eine Kiste. Oh ne, da ist noch was. Oh. Na gut. Da sage ich nicht nein. Ja, gut, lieber wieder runter. Okay, also hier gab es jetzt. Bis auf die gute Truhe gab es nicht so viel. Hier war doch mal krass, oder? Hier nur ein Aufklettern. Okay. Und wieder raus. Was hältst du von Loredos Vorschlag? Ich bin da. Bist ein Klugscheißer, was? Sei gegrüßt. Wohin so eilig, Freundchen? Bist ein Klugscheißer, was? Okay, mit denen ist auch nicht sehr viel Gespräch. Gut. Bist du gerade frei? Nee, du. Guten Tag. Sei gegrüßt. Okay. Weißkopf, ich habe einen Vorschlag für dich. Sei gegrüßt, Weißkopf. Ich suche nach einer bestimmten Rezeptur und du könntest mir dabei helfen. Ich bin kein Kräuterkundler. Ich weiß, wer du bist. Ich sag's direkt. Du bekommst ein stattliches Säckel Orins dafür. Klingt nicht schlecht. Was müsste ich denn tun? Ein Ladenbesitzer hat die Rezeptur, die ich will. Warum gehst du da nicht einfach zu ihm? Er handelt mit Räucherwerk. Eins davon ist sehr begehrt. Ich glaube aber, dass es sehr schädlich ist und brauche die Rezeptur, um das zu beweisen. Das ist dem Lumpen klar. Entsprechend bewacht er sie. Du als Hexer kennst ja einige Kniffe. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Okay. Jetzt einen Kuchen. Wozu die Schlacht? Oh ja, verfluchte was Scheiße! Was willst du, verdammt? Erstmal alle ansprechen hier. Jetzt einen Kuchen. Was willst du? Man muss ja wissen, was für Quests und so man noch machen kann. Okay, komm, ich bin nicht Sei durch. Gegrüßt. Jetzt einen Kuchen. Oh ja, Kuchen wäre jetzt schon cool. Hätte ich nichts gegen. Hier gibt es. Was guckst Sei gegrüßt. Du so, hä? Zu Hilfe! Ein Mutant verfolgt mich! Was willst du? Offenbar habt ihr ein Problem. Eins? Die Wege sind unpassierbar. Die Wälder voller Banditen. Den Hafen blockiert ein Wassermonster. Und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird es allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Wir brauchen Geld für die Vorbereitung. Einen Vorschuss? Bitte, hier sind meine letzten Orins. Dafür kannst du aber rammeln wie ein Kaninchenbock und saufen wie ein Loch. Ich bräuchte eher einige Mixturen. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Wo finde ich den? Im Dorf, nicht weit von der Mauer. Und jetzt lass mich in Frieden. Wirklich? Okay. Augen wie eine Katze. Na, da habe ich nochmal fett Urin bekommen. Ich grüße Sie. Auf Jorvet! Nieder mit den Eichhörnchen! Wir wollen Monster töten. So, da hinten ist irgendwer, der bastelt. Meister, seht doch, wer uns beehrt!
Er hört mich nicht, der Titan der Schmiedekunst. Besessen von der Arbeit. Wie geht's denn, Hexer? Nette Werkstatt. Ah, sie ist ganz gewöhnlich. Aber danke für das Kompliment. In des Meisters Namen und dem meinen. Was kann ich für dich tun? Ja, stelle einen Gegenstand für mich her. So, wir hatten nämlich diese exzellente Lederhose, die ich mal ausprobieren will. So, das Silberschwert brauchen wir nicht. Stelle ich aber trotzdem mal her. Einfach um es zu haben. So. Was kann ich für. Okay, der hat jetzt bestimmt Schemas, ne? Ja, okay. Ja. Karingon-Schwert. Gelbes Meteoritenerz, gezackte Klinge. Oh Gott, da muss ich mich später durchlesen. Das mache ich jetzt nicht direkt. Lieber mal gucken, ob ich den ein bisschen plunder und so verkaufen kann. Gut, das haben wir ja hergestellt, brauchen wir jetzt nicht mehr. Das geht nicht verkaufbar, okay. Ja, weg damit. Exzellente Lederhose. Ach, jetzt, ich habe die zweimal hergestellt. Aha. Ja gut, wechseln wir mal die Hose nu. Ist richtig, ne? Ja, die hier ist wesentlich besser. Okay, so. Mal mit was dem kann ich? Erstmal verkaufen. So, was und jetzt. Lass uns würfeln. Oh, ich dachte, die Würfel fliegen raus. Okay, wie sieht's aus? 6. Habe ich zweimal. Ja, dann. Oh, das sieht aber nicht gut aus, weil der hat nämlich 6 dreimal. Da muss ich jetzt viel Glück haben. Oh! Das Glück hatte ich. So, dann. Was kann ich für. Viel Glück? Ja. Da kommt der Hexer. Okay. Ha, guten Tag, hast du kurz Zeit? Siehst du, mein Kollege und ich, wir haben eine alchemische Substanz entwickelt, die wir in Vysima in einem Laboratorium testen wollten. Aber da hier ein Hexer weilt, dachten wir, ob du vielleicht so freundlich wärst, sie gleich in der Praxis auszuprobieren. In ein oder zwei Jahren könntest du uns in der Hauptstadt besuchen. Wir untersuchen dich und zahlen dir einen üppigen Lohn. Es geht um die langfristige Wirkung der Substanz. Mehr dürfen wir nicht verraten. Machst du mit? Klar. Warum nicht? Wunderbar. Ausgezeichnet. Wenn du noch ein Tagebuch für das Experiment anlegen könntest. Übertreib mal nicht. War das jetzt eine Quest oder was war das? Haben die jetzt einfach nur was gegeben? Ach, die haben ihnen Mutagen gegeben. Okay, kann ich hier. Da war ich bestimmt über Meditation. Achso, ja, stimmt. Mutagen kann man, glaube ich, später die hier verbessern. Weil unter Tränke einnehmen finde ich die jetzt nicht, ne? Nee. Okay. Was gibt es Neues, meine Liebe? Guten Tag. Ich möchte mir kurz die Waren ansehen. Entschuldige die Neugier, aber sollst du nicht den Kairan umbringen? Ich habe diesen Ort so satt. Und dann heben sie endlich die Blockade auf. Sei gegrüßt. Ich bin Fioravanti, Händler. Loredo lässt die Händler erst frei, wenn's ihm passt. Offenbar braucht er euch. Wozu denn, verdammt? Will er eine internationale Messe abhalten? Ich bin König Demavents Untergebener und sage dir... Demavent ist tot. Kommen wir jetzt zum Geschäft, wenn's recht ist. Ah, mit dem kann man auch würfeln. Na, machen wir doch direkt mal hier. Wollen ein bisschen Asche machen. Nein! Oh.
Gut, damit haben wir sowieso verloren. Ja, und dann hat er auch noch 2 Vieren und 2 Sechsen. Ja. Gut, nochmal. Kann doch nicht sein, dass der Würfel da rausfliegt. Okay. Wir haben noch nicht mal eine Straße, wir haben 2 Vier. Ja. Der Gegner hat 2 Zweien. Das könnte noch klappen. Das war ein sehr schwacher Wurf. Aber wir haben eine dritte 4. Und ich habe gewonnen. Und wie ist das Landleben? Gut. Und jetzt schauen wir uns mal die Bücher. Ja, das kennen wir doch schon. Habsutrafat des Weißen, das kennen wir ja noch. Ach, Kiebitz, Mariborwald, roter Nebel. Der hat das Leder. Elementstein, Elementenleder, was denn? Ah. Das ist jetzt alles nicht so. Ich dachte, der würde irgendwas Cooles verkaufen, aber. Gut, vielleicht später, wenn wir die Zutaten brauchen. Im Moment ist eher uninteressant. Du bist so jung und naiv. Bin in einem. Tagchen. Was haben wir denn hier noch? Wie nett. Wie nett. Speichern. Ha. Was ist das für eine Begrüßung? Mama! Und was ist das für ein hässliches Kind? Okay. Mama! Was? Was sind denn? Was soll das? Ja. Ach. Ich klau den jetzt erstmal, weil alle deine Leute so unfreundlich sind hier. Warum hat Loredo auf den Kopf des Kommandant Loredo ist nur um Flotsams. Aber er ist. Okay, ja, ja. Und ich bin der Burgvogt von Flotsam, zuständig. Dann zahlst du auch. So ist es. Du musst nur das. Muss ich nicht. Ah. Okay. Mal gucken, was wir dem abziehen können. Ja, gut. An dieser Stelle sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.